Willkommen bei DPS Live, heute mit dem Thema Backend für SAP HANA mit Power Protect Data Manager 19.8. Mein Name ist Anton Vogel, System Engineer für Data Protection Solution. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Power Protect Data Manager für SAP HANA eingerichtet wird, wie das Backup aussieht und eine Recovery aussehen kann. Zunächst brauchen wir dafür einen Agenten für unsere HANA-Systeme. Der steht in Power Protect Data Manager unter Agent Downloads zur Verfügung. Den übertragen wir hier mit dem Mittel unserer Wahl auf die HANA-Systeme. In diesem Fall nutze ich SCP. Er wird dann dort als Root ausgepackt und das Installation-Skript wird gestartet. Hier können wir den Agenten schon mit dem PPDM-Server registrieren. Nach der Registrierung taucht das HANA-System hier unter Infrastructure Application Agents auf und muss eventuell noch approved werden, falls die Auto-Whitelist nicht eingeschaltet ist. Wir finden dann auch einen Eintrag bei Asset Sources für die entsprechenden HANA-Systeme und die Assets, also sprich die Systemdatenbanken und die Tenant-Datenbanken dieser Systeme tauchen dann in der Asset-Liste auf. In der Protection Policy für die SAP HANA-Systeme wird Folgendes definiert. Ich gehe mal ganz an den Anfang. Das ist auch der Wizard, den man bei der ersten Einrichtung benutzt. Wir wollen also eine Policy für SAP HANA einrichten. Wir können hier die Credentials für die Centralized Protection setzen. Und hier die Systeme, die Assets auswählen, die gesichert werden sollen. In diesem Fall habe ich die Assets, also die Datenbanken, von Hand selektiert. Man kann hier auch über Protection Rules ein dynamisches Verhalten bekommen. Als Backup-Aktion habe ich ein Primary Backup, eine Replikationsaktion und Extended Retention. Im Primary Backup wird definiert, dass ich jeden Samstag ein Full Backup haben möchte und unter der Woche reicht mir ein Incremental Backup, also Daily Incremental, Weekly Full. Für nicht produktive SAP HANA-Systeme ist es meiner Meinung nach völlig ausreichend. Für produktive Systeme werden Sie wahrscheinlich ein Daily Full bevorzugen. In meinem Fall hebe ich die Sicherung 28 Tage auf, speichere sie auf einer Data Domain, DDVE1, über das Netzwerk und nutze natürlich die Sperrfunktion Retention Lock. Das Primary Backup triggert die Data Backups, also Full und Incremental und Differential Backups, wenn wir die alle haben möchten. Die Replikation repliziert auch die von HANA angelegten Log-Sicherungen oder Log-Backups. Deswegen mache ich hier einen Replication Schedule alle 4 Stunden, hebe mir alles, was repliziert wird, auch 28 Tage auf, repliziere es auf eine andere Data Domain. Und nutze hier natürlich auch die Sperrfunktion Retention Lock. Manchmal gibt es die Anforderung, dass einzelne Backups länger aufbewahrt werden sollen. In diesem Fall bewahre ich das erste Full Backup jeden Monats für 12 Monate auf. Das war's schon. Wenn wir uns so einen Job anschauen,
Dann sieht er zum Beispiel so aus. Wir haben hier also eine Sicherung, die gelaufen ist für alle Tenant-Datenbanken der beiden HANA-Systeme und für die System-Databases der beiden HANA-Systeme. Wie sieht das in HANA Studio aus? Wenn wir uns hier mal die Backup-Konsole holen, finden wir hier in den Backend-Settings zunächst den Backend-Agent. Der wird von PowerProtect Data Manager automatisch angelegt, sobald eine Policy für ein Asset auf dem HANA-System definiert wurde. Ein Backend-Parameter-File brauchen wir hier nicht anzugeben, weil PowerProtect Data Manager das selber findet. Eine Änderung müssen wir hier noch machen. Per Default ist der Destination Type für die Log Backup Settings auf File gesetzt. Wir wollen aber auch die Log Backups umleiten in die Data Domain. Und für nicht produktive Systeme setze ich das Backup-Intervall immer gerne auf 4 Stunden, was bedeutet, dass spätestens nach 4 Stunden eine Log-Sicherung von HANA getriggert wird. Für produktive Systeme kann man hier durchaus auf dem Default-Wert von 15 Minuten bleiben, einfach um einen besseren RPO für die produktiven Umgebungen zu erhalten. Natürlich sollte das Automatic Log Backup auch eingeschaltet sein und wenn man hier eine Änderung macht, darf man nicht vergessen, auf den Save-Knopf zu drücken. Eine Einstellung muss noch woanders vorgenommen werden. Dazu gehe ich auf die System DB Configuration und hole mir das Backup-INI. Und hier finden wir jetzt die Einstellung, die wir gerade vorne uns angeschaut haben, nämlich Log Backup using Backend auf True. Wir sehen hier, der Default ist auf False. Und da zu jedem Backup auch ein Catalog Backup, also ein Backup des Backup Catalogs gehört, müssen wir hier diese Einstellung auch noch vornehmen und den Default Value ändern und auf True setzen. Schauen wir uns den Backup-Katalog an. Wenn wir uns hier mal die Tenant-Database vornehmen, dann sehen wir hier, dass inzwischen 4 Data-Backups, also 4 Full-Backups gelaufen sind. Nehmen wir nochmal die Delta-Backups mit dazu. Dann sehen wir, dass wir hier 2 Full-Backups haben, dann das erste Incremental Data Backup. Und hier sehen wir jetzt schon einen Unterschied. Dieses Incremental Data Backup habe ich von Hand durchgeführt im HANA Studio. Und dieses Incremental Data Backup wurde durch PowerProtect Data Manager getriggert. Ist zwar auch manuell, aber man sieht hier an dem Backup-Prefix, dass es sich hier um eine Aktion des PowerProtect Data Manager handelt. Das hier ist jetzt das erste regulär geschedulte Incremental Backup um 20 Uhr von PowerProtect Data Manager. Schauen wir uns noch die Log Backups dazu an. Hier sehen wir jetzt, dass zu jedem Backup noch ein Eintrag für ein Log-Backup kommt. Das ist jetzt aber kein Log-Backup, sondern das ist das Backup des Backup-Catalogs. Also zu jedem Data-Backup sehen wir hier ein Catalog-Backup. Auch hier werden wir ein Catalog-Backup finden. Auch für die Incremental-Backups werden wir hier einen entsprechenden Eintrag für ein Backup des Backup-Catalogs finden. Wenn wir uns den nächsten Eintrag hier anschauen, dann sehen wir, dass es sich hier tatsächlich um ein echtes Log-Backup handelt. Was gehört dazu? Natürlich eine Sicherung des Backup-Catalogs, die zu diesem Log-Backup dazugehört.
Wie sieht ein Restore aus? Dazu gehe ich auf die System Database, mache ein Recover. Ich könnte jetzt hier eine System Database recovern, allerdings werden dann alle Tenant-Datenbanken dieses HANA-Systems invalidiert. Das heißt, normalerweise zeige ich die Recovery einer Tenant-Database. Wir haben nur einen Tenant auf diesem HANA-System, BobOnH01. Ich habe hier verschiedene Restore-Optionen. Der am häufigsten vorkommende Restore-Use-Case wird wahrscheinlich der erste sein. Ich möchte die Datenbank zurückholen aus dem Backup und keine Daten verlieren. Das heißt, beim Recovery werden auch Log-Files berücksichtigt, die eventuell noch auf der Platte liegen, in der Log-Area rumliegen. Ich kann natürlich auch ein Point-in-Time-Recovery machen. Dann wird die Log-Area initialisiert und es wird nur ein Roll-Forward gemacht bis zu dem Zeitpunkt, den ich hier unten auswähle. Für beide Aktionen brauche ich ein Backup-Catalog. Falls ich den mal nicht haben sollte, kann ich auch zu einem beliebigen Data-Backup zurückspringen und direkt ein Recovery machen, ohne dass ich ein Backup-Catalog brauche. Ich zeige hier jetzt mal die Recovery, die am häufigsten wahrscheinlich vorkommen wird, zum Most Recent State. Ich suche den Backup-Catalog, den neuesten Version des Backup-Catalogs in Backend natürlich. Hier könnte ich übrigens auch eine Backend-System-Copy nutzen. Fährt jetzt die Datenbank runter. Leider sieht man hier nicht viel. Man sieht hier oben Stopping Database on Bob. Und man sieht jetzt hier Fetching Backup Catalog. Das heißt, er holt sich jetzt die neueste Kopie des Backup Catalogs über Backend, also von PPDM. Hier läuft ein bisschen was. Ansonsten, man braucht einfach ein bisschen Geduld hier. Er findet jetzt den Backup-Katalog und stellt ihn dar. Wir haben hier insgesamt 4 Data-Backups, die wir als Basis für den Restore verwenden können. Hier sieht man wieder schön, diese Backups wurden durch Power Protect Data Manager ausgelöst. Das sieht man an dem Backup-Prefix. Das hier ist jetzt ein manuelles Full-Backup oder Data-Backup, was ich im SAP HANA Studio ausgelöst hatte. Ich nehme mal das letzte und überprüfe, ob es da ist tatsächlich, ob es auf der Data Domain noch vorhanden ist. Ich könnte auch eine ältere Version nehmen, ein älteres Full. Dann würde der Restore dieses Fulls erfolgen und über die Incrementals und die Logfiles, die auch vorhanden sind, ein Roll Forward zu dem gewünschten Zeitpunkt oder zu dem Most Recent State gemacht werden. Schneller geht es natürlich, wenn ich hier das neueste Full nehme, was er mir anbietet. Jetzt habe ich einen grünen Punkt, das ist schön. Deswegen kann ich hier weitergehen. Hier brauche ich nichts einzutragen. Wir möchten natürlich alles über Backend haben. In diesem Fall möchten wir die Log-Area nicht initialisieren, weil wir ja eventuell noch Transaktionen einsammeln wollen, die noch nicht in die Sicherung gekommen sind. Wir können Incremental Backups oder Delta Backups verwenden. Das sollte bei einer realen Situation den Recovery-Vorgang beschleunigen. Wenn wir sie weglassen, wird einfach ein Roll-Forward der entsprechenden Log-Files vorgenommen vom Full aus. Das Ganze geht natürlich auch über die Kommandozeile. Als erste Aktion wird jetzt die Data Area gemountet, also die Datenbank wird gemountet, damit ich dann die Full- und Incremental Backups
dort einspielen kann. In der ersten Phase wird jetzt also diese Data Recovery durchgeführt. Es wird also das Full Backup aus dem Backup zurückgeholt und eventuelle inkrementelle Data Backups werden auch zurückgeholt. In der zweiten Phase werden die Logs aus dem Backup zurückgeholt und das Roll Forward der Logfiles angestoßen. Die dritte Phase bedeutet, dass die Datenbank vollständig recovered ist und neu hochgefahren wird. Warten wir die Summary Screen noch ab, da ist sie. Und jetzt können wir uns mit der Datenbank auch wieder verbinden. Das wäre nicht möglich gewesen, solange sie unten gewesen ist natürlich. Und Datenbank funktioniert wieder. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, schauen Sie doch nochmal vorbei. Auf Wiedersehen.